Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Ja, wir haben den Stefan gefunden in der letzten Folge und der hat uns noch ein bisschen versorgt mit allem möglichen Krimskrams und Scheißdreck, was man so braucht oder auch nicht braucht. Und ich sehe gleich, dass er gleich stirbt oder auch nicht. Wir machen hier Sitzkreis oder Sitzstreik oder whatever. Ich würde sagen, bevor wir noch nasser werden, laufen wir. Und werden dabei noch nasser. Ja. Also Stefan, ich weiß jetzt auch, warum du so langsam warst, wenn du die ganze Zeit gehockt gehst. Dass ich was gehe? Wenn du gehockt, geduckt gehst. Wer weiß. Wollte kurz auf die Karte schauen. Ich packe einfach wieder meine Mosin aus und fertig. Ist am besten. Siehst du dich eigentlich selbst auf der Karte auch? Nein, nein. Ja, das ist natürlich doof. Aber ich weiß, wo ich bin. Anders, wenn ich jetzt ein Buch in die Hand nehme. So, am besten wäre es jetzt, wenn man jetzt... Mit den Weg lang. Nein, nein. Ne? Das ist ein Umweg. Ihr guckt mal, ich kann mich noch verbiegen. Geh mal hier, der Weg rennt nördlich runter etwa. Da, jetzt können wir mal den Profi bei der Arbeit zugucken. Naja. Mit seinem toten Kompass. Ja, mit einem toten Kompass. So ein Scheiß. Der schaut tot aus. Ja, ist er auch. Das ist das Problem. Er hat einen richtigen. Badly damaged, das scheiß Ding. Also ich habe auch nur einen. Stefan, du rennst uns davon. Das ist so, wenn du immer so unterwegs bist, dann... Bleib mal kurz stehen, wenn du einen Kompass willst. Ja, wie? Hast du einen Pristine, oder wie? Warte, ich gucke. Ja. Ernsthaft? Ja. Das stimmt, der schaut gut aus. Meine ist auch Pristine. Geile Scheiße, ich krall hier beim Airfield rum und krieg nur Battle Damage. Geile Scheiße. Ne, also ich habe da insgesamt 3 Stück gefunden. Das war unten in Elektro. Okay, Elektro, das ist halt. Kannst du schauen? Warum auch immer. So. Ja. Hier so wo. Also, hier kommen wir nachher über so ein kleines Feld kommen wir rüber. Wieder in den Wald. Müsste dann danach gleich sein, so ein Weltstückchen. Und dann Land, das Feldweg lang und dann Mauer lang und dann kommen wir zu einer kleinen Military Base. Und von da ist nicht weit zum Airfield. Gut. Das sieht man eh schon von hier, den kleinen Ding. Weil. Dann auf geht's. Ja, sprinten wir jetzt oder gehen wir jetzt? Ich würde sagen, wir sprinten. Aber Moment, ich brauche mal schnell was zu futtern. Okay, kurz Pause. Gut. Was? Alles gut? Komm mal weiter. Okay. Wo ist mein Scope? Ich habe mein Scope verloren. Ich habe noch 2. BU-Scope, oder? Ich hatte the wrong rage. Was? Ich hab noch 2. Schau mal in den Inventar, vielleicht fliegt's da wo rum. Aha, also in meinem Inventar ist es glaube ich nicht. Ja, ich kann's gleich eins haben, ich hab noch eins. Das ist allerdings damaged. Ja, meins war auch damaged. Ja gut, dann hast du es gedroppt und ich hab's aufgehoben, kurz bevor wir gegangen sind. Hat gar nicht gedroppt, das ist eine Lüge. Klaut. Huh. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Weit ist es noch? Wo bist Wenn du mir kurz ein paar Sekunden gibst, kann ich dir sagen, wie weit das wir noch haben. Die 3 da vorne rennen vor. Ich laufe einfach nur Stefan nach, weil der Stefan vorrennt. Ja, und ich habe hier hinten die beiden anderen noch. Stefan, warte mal. Ja, sowieso. Weil mich sieht man ja mal ganz gut. Ah. 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3, 4, 5, 6. Was ist denn das mit dem Long Range Scope? 7,5 Kilometer, ja. Wenn du es wissen willst. Ein halb? 7,5. Ja. Echt? Ja. Ja, nicht so. Bis zum Military Base etwa 3,5. Ja, okay, 3,5 ist gut. Kann ich endlich wieder zielen. Und wo gibt's eine M4? Airfield. Oh. Und mit sau viel Glück in der Military Base.
sind wir alle? Ja. Ja, ja. Aber in der Military Base sollten wir auf jeden Fall mit gezückten Waffen reinlaufen, oder? Scheiße, was kommt da? Nicht unbedingt in der Military Base. Da war jetzt schon ein paar Mal drin. Hier wäre da immer die Türen zu. Weil es alle, fast alle meiden irgendwie mittlerweile. Nee, die meisten, die rennen aufs Airfield und looten da ein paar Sachen leer und das war es eigentlich wieder. Dann verdünnisieren sie wieder. Haben Angst, dass sie zu lange dort stehen bleiben. Regel Nummer 1, bleibt nicht am Airfield stehen. Killt dich. Indirekt oder aktiv. Also der Stefan ist schon echt bös gut getan. So, hast du Leute, zufällig grüne Sprühfarbe dabei? Nee. Wieso? Für mein Helm? Leute, ihr zieht mir weg. Stefan, stopp. Ja, ich renn noch zu einem Wald hier, Bäumchen hier vorne. Ja. Fernglas bräuchte ich noch. Gibt's aber noch keins, das ist scheiße. Ja, dafür benutze ich immer mein Ding, mein Scope. Da kommt, da zieht der Mario an mir vorbei. Und ich gebe wieder Gas. Tja. Das mit den Beinen ist mittlerweile echt schon fast ein Running Gag. Vielleicht ein Wortwitz. Schon so weit, ernsthaft? Dann wäre das also nur darüber und dann. Ich glaube, das ist standardmäßig, dass ich und Nico mit unseren Mosins hier überall rumgucken. Ja, normal. Ja, ich würde sagen, wir können beide, oder? Ich habe nichts gesehen bis jetzt. Ja. Ich habe auch geschaut, also ich sehe nichts. Jetzt gucken wir, ob die eine Kirche haben. Ich hoffe, da hat die Kirche. Igor hat keine. Ja, ich hab gesagt, hier rüber. Den bewaldeten Berg da drüben seht ihr, oder? Wo du gerade drauf zuläufst? Ja, genau. Ja. Ja. Naja, gerade noch so. Hinter dem müsste eigentlich die Military Base sein, wenn ich mir jetzt nicht verschaut habe. Ja gut, das ist machbar, würde ich sagen. Das ist jetzt hier Hardcore, mir fällt ein über Wiese, ne? Ja. Ich wirklich. Armer Mario. Ja mein Gott, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Nee, das ist der Running Gag. Bleib etwas weiter hinten noch. Ja, du siehst uns ja, oder? Ja. Ja, gut. Und nach dem Wald müsste es dann sein. Müsste. Ja gut, dann würde ich sagen, laufen wir zu dem Wald, zu der Military Base noch hin. Kurz nochmal die Straße checken. Moment, wir sind nur zu 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind nur zu 5? Ne, wir sind zu 6. Oh, stimmt, wir sind zu 6. Boah, Gott sei Dank. So einer wurde so unterwegs abgeschossen und sagt nichts. Einfach das Mikrofon gemutet und dann voll am Schreien. Ah, die Wichser! So, also, ja. Wenn es in die gleiche Richtung weitergeht, renne ich mal vor. Schadet nicht. Dann so, oh halt, andere Richtung. Ich feier's. Ganz ehrlich, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Du hast doch gesagt, da hinter dem Wald. Ja ey, hier sieht merkwürdigerweise alles gleich aus. Ist heftig. Ey, da hinten ist es. Ey, ihr könnt zurückkommen. Warte. Nico, kannst du da mal hinschauen? Ich feier's, dass ich irgendwie in der Hocke stehen. Warte mal, was willst du da hinten? Bist du da vier Gebäude da hinten? Ja. Bist du da hin? Was ist da? Wie schaut denn das aus?
Das hat zwei so Zapfen links und rechts, wie eine Mauer oben, und davor, das ist wie so ein Tor. Hat so vergitterte Fenster. Das sehe ich leider nicht. Okay. Aber ich glaube schon. Ja, das müsste es eigentlich sein, weil da ist mehr Wald. Okay. Leute umdrehen, zur Straße und der Straße entlang. Normalerweise müsste es sein. Also rechts rum der Straße entlang, wenn ich von euch aus gesehen. Zocker, was sagst du, wie schaut's von dir aus? Ziemlich undefiniert. Ja, na, das ist noch zu weit weg. Komm mal einfach, wir laufen einfach mal hin. Weil ich würde sagen, da machen wir dann Folgenpause. Wir gucken, dass wir irgendwo auf einen höheren Spot kommen und dann Folgenpäuschen. Ja, ein bisschen Deckung wäre nicht schlecht. Ja, das hängt ja mal. Das ist, glaube ich, eh nicht, wenn ich es jetzt so genau sehe. Egal. Suchen wir uns einen Ortsschild und dann kommen wir hin. Das ist auf jeden Fall vermauert. Das ist. Ja, das schaut aus wie eine Scheune. Also, wir müssten Scheune. Jetzt rein theoretisch auf Mishkino zulaufen. Was? Mishkino? Bleib da vorne an dem Baum mal stehen. Großen. Nicht. Nee. Kann nicht Mishkino sein. Was auf die Straßen. Verlauf schaut. Doch, eigentlich schon. Ja, ist ja egal. Hey, da liegt ein Autofrack rechts. Ich sehe einen Zombie. Wo? Und dieser Feldweg hier müsste genau zu dieser Base führen, glaube ich. Echt? Und da stehe ich allein. Wo stehst du, Zucker? Ich komme gerade. Ja. Ich glaube, da könntest du wirklich recht haben. Ja, dann laufen wir den Weg entlang und ich würde sagen... Dann lass uns erst sammeln. Du, ob Dennis noch da? Ja. 2, 4, 6, alles klar. Hey, da oben ist ein Haus. Das schaut aus, als hat es ein oberes Stockwerk. Da laufen wir noch hin und da machen wir Schluss. Das ist ein Kilometer ungefähr. Halber. Na, das ist ein Kilometer. Das ist mit dem zweiten Stockwerk. Das ist auf dem Hügel oben. Halber. Ich könnte euch gerade einfach mal so schön wegschneiden. Du würdest uns eh nicht treffen. Du würdest eh nicht treffen. Was zum Teil auch stimmt, weil die Moss ihn furchtbar verzieht. Auch, also ich habe vorhin noch auf gute 400 Meter getroffen. Na eh, aber trotzdem. Und zwar ein Zombie, der gelaufen ist. Ach, ne. Es ist so eine Stelle, die immer mal hauptsächlich verzieht. Ja, willst du sagen? Welche? Hauptsächlich nach oben. Nach oben links. Wollten wir in dem Häuschen nicht Häuschen machen? Nein, oder in dem zweistöckigen. Ach so, okay. Bleib hier rundlich. Am Boden. Musst du merken mit den Zombies. Weil die Zombies kommen ja die Treppen nicht hoch. Klar kommst du die Treppen hoch. Nein. Was? Nein, tun sie nicht. Okay. Die backen einfach durch. Weil die kommen durch Wände und alles, aber halt immer nur auf der Grundfläche. Niemals Treppen hoch. Genau. Viel Arma 2 Epoch gezockt. Da rennen sie dir nämlich überall nach. Wurscht wo. Wo ist da jetzt die Treppe? Gibt's keine Treppe. Mhm. Doch, hier ist die Treppe. Oh Gott sei Dank. Ach Mario, ich geh nach vorne rein. Okay, Stefan, ich nehme das hintere Bett. Kommst du nicht drauf? Schade. Probier's nicht, zum Schluss brichst du dir die Füße. Oder irgend sowas. Ja, richtig. Ich leg mich hier am Boden. Ja, stimmt schon. Wir müssen nachher den Weg laden. Stimmt schon. So, jetzt esse ich noch schnell was und... Na? Oh, achso, ich lieg, deswegen kann ich nicht essen. Deine Logik. Ja, im Liegen soll man nicht essen. Hat Mama schon mal gesagt. Okay. So, an dieser Stelle würde ich sagen, mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.